Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir machen heute Karottenkuchen und zwar veganen und glutenfreien. Dafür brauchen wir Margarine, gemahlene Mandeln, Zimt, Karotten, Backpulver, braunen Zucker, Vanilleproteinpulver und Kichererbsen. Ihr findet das Rezept auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Fangen wir direkt an. Als erstes schälen und raspeln wir die Karotten. Wir werden jetzt die Kichererbsen pürieren. Nach und nach geben wir jetzt alle anderen Zutaten dazu und verrühren eines guten Teiglöffel. Und eine Prise Salz. Ich gebe noch etwas Wasser dazu. Die Masse kommt jetzt in eine mit Backpapier ausgelegte Backform. Wir geben die Form jetzt in den Backofen. Während der Kuchen im Ofen ist, machen wir jetzt schon mal die Creme. Wir geben Puderzucker, Vanilleproteinpulver und veganen Frischkäse in eine Schüssel und verrühren alles gut. Der Kuchen ist jetzt fertig. Ich habe ihn noch etwas abkühlen lassen, damit wir ihn aus der Form nehmen können. Und jetzt kommt die Creme drauf. Und jetzt dekorieren wir den Kuchen mit Nusssplittern. Und jedes Stück Kuchen bekommt eine Karotte. Ich bin gespannt, wie er schmeckt. Boah. Der ist richtig gut. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal.